auf select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Endstand, Eigentor, Bundesliga, Staffel Süd Südwest, 25. Spieltag, Konstanz-Team, Bayern, Kräuter führt 2:0. German, 25. Spieltag hier im Karlsruher Wildparkstadion. Für euch hat es heute ja nicht gereicht für einen Sieg. Ja, was ziehst du für ein Fazit von dem Spiel? Ja, ich finde, dass wir in den ersten 25 Minuten richtig gut ins Spiel reingekommen sind. Wir hatten viele tiefe Laufwege, hatten natürlich auch die Torchancen gehabt, um das Spiel zu gewinnen. Und dann, dass wir nach dem 1-0 da zusammenbrechen, finde ich, das geht nicht und das wissen wir auch alle selber. Aber wir müssen das jetzt abhaken und ich hoffe, dass wir das nächste Spiel weiterhin in Unterhaching dann gewinnen. Ja, die Saison endet für euch. Eigentlich steht es ja schon fest mit einem Abstieg. Ja, was ziehst du für ein Fazit von der Saison? Ja, desto bitter es klingt, denke ich, kann man aus dem Jahr sehr viel lernen und ich hoffe, es ist das Wichtigste als Jugendspieler immer sehr viel zu lernen und halt nächste Saison aufzusteigen, wieder in die Bundesliga. Was hast du persönlich gelernt in der Saison? Ja, das ist halt eben nicht reich in der Bundesliga, 60 Minuten gut zu spielen oder die ersten 30 Minuten. Und man muss 90 Minuten immer hellwach sein. Und in der Bundesliga, wenn man da einen Fehler macht, dann wird das knallhart ausgenutzt. Und das ist auf jeden Fall wichtig für die Zukunft, als Jugendspieler sowas mitzumachen. Und ich nehme nur Gutes für die Saison mit, denn ich habe sehr viel gelernt aus der Saison. Wie konntest du dich weiterentwickeln? Was denkst du? Ja, auf jeden Fall mental, denke ich, ist das ein Riesenschritt, weil ich denke, im Abstieg zu sein ist nicht das Schönste. Und da zählt halt der Wille. Und ich glaube, im Willenbereich habe ich mich halt deutlich verbessert und halt jedes Spiel Gas zu geben. Du spielst ja auch in der armenischen Jugendnationalmannschaft. Ja, kannst du uns da ein bisschen was darüber erzählen? Ja, ich bin jetzt, nächste Woche bin ich eingeladen für das Länderspiel gegen Montenegro. Für eine Woche sind wir da auf Lehrgang und ich freue mich wieder, für mein Land spielen zu dürfen. German, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche noch viel Erfolg. Alles klar, Dankeschön. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.